Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. So Leute, moins und hallo, willkommen bei Sex, Games and Drug and Roll. Ich bin am Start wieder im Orion ON1K in meinem kleinen Uni, ausgestattet diesmal mit zwei PPCs sowie einer Gauss Rifle. Und für die Gauss Rifle habe ich 4 Tonnen Munition eingepackt. Ich bin allerdings noch am Überlegen, ob ich anstelle der Tonne Munition noch ein Double Heatsink nehme. Da bin ich aber noch nicht ganz schlüssig, wie ich da mit mir selbst verfahren werde. Mal gucken, wo mein Team so gerade ankommt. Was sie alles schön vorhaben. Ich möchte immer gerne ein bisschen abseits sein, damit ich hier und da noch einen hübschen Screenshot abgrasen kann. Ich finde das hier auf Caustic Valley auch generell immer ziemlich nice, weil die Mechs so teilweise coole Beleuchtungseffekte haben. Es wirkt aber alles sehr nebelig. Muss das so? Na, ja, vielleicht wird es ja besser, wenn ich aus dem Wasser raus bin. Hoffentlich zumindest. Das gefällt mir gerade nicht so ganz. Ist das neu? Muss das so? Ich finde es nicht gut. Nun ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein simpler, stumpfer Sniper-Build. Die einen lieben Sniper-Builds, die anderen hassen Sniper-Builds. Und die dritten, die sich gar nicht dazu äußern, die haben halt wahrscheinlich ein Sniper-Build. Oder spielen gelegentlich mal ein, bauen sich das ein, aber spielen auch gerne was anderes. Und ja, ne, mal so und fertig. Und so sieht es bei mir eigentlich auch aus. Also ich spiele gelegentlich gerne mal ein Sniper-Build, weil es halt so etwas ruhiger ist. Nicht, man hält sich ein bisschen aus der dickeren Action raus, in der Regel zumindest. Man bleibt hiermit in der zweiten Reihe, allein schon aufgrund der Tatsache, dass inzwischen mit den PPCs, die unter 90 Meter keinen Schaden machen und der Gauss Rifle, die einen Charge hat, der Kampf gegen Lightmax zum Beispiel ist ein bisschen schwieriger ist. Also ihr müsst gucken, dass ihr auf jeden Fall hier bei euren lieben Teamkollegen bleibt, die euch die Scouts vom Hals halten können, aber ihr müsst nicht der Erste sein, der ganz vorne steht, weil ihr ansonsten zu viel kassiert. Beim Orion ist das im Moment sowieso nicht verkehrt, sich mal in der zweiten Reihe aufzuhalten, wegen der kaputten Center Torso Hitbox. Weil man kassiert damit einfach so unfassbar unnötig viel Schaden am Center-Torso, was so auf die Schultern oder vielleicht sogar auf die Arme gehen würde oder die Beine, keine Ahnung. Also der Center-Torso, der ist wirklich schon recht schlimm. Ich finde sogar, ich mache jetzt nicht nochmal die Vergleiche zum Kintaro. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob da mein Kollege steht oder der Feind, ey, verdammt. Advanced Zoom würde sich in diesem Mech natürlich noch empfehlen. Wie man jetzt mit dem Charge der Gauss immer noch gut snipen kann, ist relativ simpel. Ihr haltet halt die rechte Maustaste gedrückt, bis das Ding fertig gecharged hat. Und wenn ihr loslasst, drückt ihr dazu halt einfach noch die linke Maustaste und fertig habt ihr einen gleichzeitig abgefeuerten Sniper-Schuss. Ziemlich simpel eigentlich, ne? Und es funktioniert wunderbar, wie man hier sieht, jetzt den Seitentorso direkt kritisch geschossen. Heat Level aber auch critical bei mir. Komm schon. Ah, nur ein Bein erwischt, verdammt. Und das war viel zu schlecht, da sage ich mal gar nichts zu. Er hätte schon Schrott sein können, beziehungsweise eigentlich müssen, so wie der aussieht. Ich hätte etwa einen Zoom einbauen sollen oder ich muss echt mal gucken, irgendwie, dass meine Hand wieder ruhiger wird. Mein Aiming als Sniper, das hat ein bisschen gelitten, weil ich sowas schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ist das der Katapult der kaputte? Jawohl. Schade. Zu viel Dreck im Weg. Dann hat er auch noch einen Orion als kleinen Support. Long-Range-Messer als kommen zu mir. Verpassen mich natürlich, wie es sich geht. Oh, da hat ihn jetzt jemand den Arm weggeboxt. Menno. Die hatten sich da auch noch sehr gut im Hintergrund, muss man sagen. Unsere Teamkollegen. Aber schön, der Atlas stürmt ran. Der große Bruder vom Orion, kann man ja sagen. Hihihi, wonderful. Also bis jetzt klappt es tatsächlich noch ganz gut mit im Hintergrund bleiben und hier und da einfach mal gezielt was wegdrücken. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Schaden kassiert, wie ich befürchtet hätte. Also das geht alles noch. Und der Sniper macht ja halt eigentlich nichts anderes. Also es ist jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen riskant, was ich hier die ganze Zeit fabriziere. So solltet ihr euch eigentlich nie hier hinstellen. Das ist nämlich viel zu gefährlich, also das, was ich hier mache. Wenn da auf der anderen Seite zwei, drei gegnerische Mechs stehen, die nur darauf warten, dass hier wieder jemand hochkommt, dann kassiert ihr so unfassbar viel Schaden. Ich habe jetzt einfach nur Glück. Manchmal siegt auch die Dreistigkeit. Also der Gegner, der verzieselt sich da immer viel zu schnell wieder. Wenn die hier ein bisschen warten würden, dann hätten die uns davon abhalten können, in den Krater zu gehen, weil die hatten hier eigentlich alle schon Position bezogen.
war jetzt taktisch nicht so das Beste, was die gemacht haben. Oh, da kommt der Katapult wieder. Und da kommt wieder mein schlechtes Aiming. Ach, Alter, was mache ich denn? Ich muss mich mal aus dem Krater raushalten, zu meinem Team rüberwackeln und mich mehr konzentrieren. Ich glaube, weniger quatschen und mehr denken, bevor ich abdrücke, wäre besser. Aber das ist auch so ein bisschen noch, also das Snipen klappt zwar wunderbar bei Zielen, die sich nicht bewegen. Aber mit dem Charge ist man ja halt gezwungen zu schießen. Man kann halt nicht mehr so ganz mit ruhiger Hand arbeiten wie vorher. Das ist noch etwas, wo man sich so ein bisschen umgewöhnen muss. Ach ja, Jemini, da kommt jetzt aber ordentlich was angelaufen. Konzentration und jetzt aber hier. So. Das ist doch schon besser. Ich kassiere jetzt zwar gerade wieder, weil ich hier einfach mal schön mit ruhiger Hand stehen geblieben bin. Und mit Konzentration. Ja, es ist doch so schön, du sollst es nicht versuchen. Tu es. Da sind aber auch schon wieder sehr viele Gegner. Und ich kann jetzt nur am besten im Rückwärtsgang mich verziehen. Ach, Alter, jetzt blockier mir hier nicht den Weg, ja? Klar, ey, Stolperfalle Jenna. Das ist so wie Schulhofmobbing. So ein kleiner Max stellt sich hinter einen und der andere schubst einen von vorne, sodass man nach hinten überkippt. Und die da hinten haben ihre verdammten Ärsche noch immer nicht in Bewegung gesetzt, ne? Das ist ja echt ätzend. Ach, scheiße, warum habe ich den jetzt losgelassen? Du glaubst wohl, du könntest dir sonst was erlauben mit deiner ERP-PC da, ha? Huh? Da geht er wieder einen Schritt zurück. Als hätte er es im Urin gehabt, dass da was kommt. Ja, kein Treffer? Das ist seltsam. Ich navigiere mich jetzt mal hinter den Ollenberg. Also das ist jetzt gerade eben wirklich beschissenes Match, weil die verkackten Hühner hier die ganze Zeit auf ihrem blöden Thron abhingen. Ich meine, jetzt sind sie inzwischen auch ziemlich dezimiert worden. Der Rest läuft da hinten planlos herum zum Flankieren oder so. So, weggesniped. Der zweite zumindest schon mal. Hätte ich hier jetzt mal zumindest ein bisschen ECM-Support oder so, ne? Das wäre echt nice. Aber man kann nicht alles haben. Ach, da steht wieder jemand mit 6-5er, ha? Alter Schwede! Klar, jetzt stimmt sie hier alle auf mich los, oder was? Schlimm. Gut, ich kann jetzt nichts anderes machen, als hier unten abhängen und hoffen, dass ich es irgendwie überlebe. Oh! No, 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 no! Nicht mir meinen schönen Torso kaputt schießen. Scheiße! Da hätte ich auch mal eben drauf achten können. Das war's jetzt mit mir. Gauss Rifle ist weg. Arm verloren. Max Schrott. Nein. Weil mir die Gauss Rifle hochgegangen ist. Shit, 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 shit. Also ich bin mit diesem Match nicht sonderlich zufrieden, muss ich zugeben. Das war irgendwie so ein zu verplantes Team, finde ich. Die waren mal hier, mal da. Die einen sind die ganze Zeit nur auf diesem verkackten Berg da stehen geblieben. Aber gut, das ist halt das Pech, wenn man im Pack zockt. Also wenn man einfach so ohne koordiniertes Team spielt. Oder wenn man unten nicht die Töne angibt oder so. Aber das ist ein so verwirrtes Team, hatte ich schon lange nicht mehr, dass die mal hier, mal da waren. Weil wir hatten die Kontrolle über den Krater. Und die Dödel, die haben sich auf einmal alle zurückgezogen. Ich verstehe gar nicht, wieso. Man hätte schön am Rande bleiben können. Und am Rande langlaufen können. Um mal hier eben so eine taktische Analyse durchzuziehen. Und hätte den Gegner darüber schön bearbeiten und auseinandernehmen können. Ich weiß echt nicht, wieso die wieder zurückgegangen sind. Oder wieso die einen da mit ihren dicken Max auf dem Hügel geblieben sind. Der Cataphract, das hätte zum Beispiel nicht sein müssen. Der hätte auch ruhig herkommen können. Also mit nach vorne und so.
Da waren aber auch ein paar mehr. Und der Orion, den muss er sich jetzt mal schnappen. Der ist ja fast hinüber. Oder ist er schon weg? Das war es gleich mit dem Cataphract. Also, ich bedanke mich jetzt erstmal fett fürs Zugucken und so. Morgen gibt's wieder was Besseres als einen blöden Sniper-Build, etwas Actionreicheres. Und ich lasse das Ganze jetzt noch hier zu Ende laufen für diejenigen, die so die Stats am Ende des Matches interessieren. Wir werden wahrscheinlich verlieren, da gehe ich mal von aus. Aber es ist ja immerhin noch interessant, den anderen weiter dabei zuzugucken. Leute, haut weg, bis bald. New target acquired. Ach, sag mal, Junge, da war doch die ganze Zeit noch der Katapult. Begreifst du es nicht? Laser destroyed. AMS destroyed. Oder liegt der Katapult da irgendwo qualmt im Dreck? Laser, den hättest du erwischt. New target acquired. New target acquired. Na, die beiden Zikadas, die machen den beiden harte Probleme. Da fliegt der Arm. Draufhalten, Jungs. Dann müsste da gleich noch ein K2 sein. Und beim anderen bin ich mir nicht sicher, was es ist. Jo, da ist er. Ach komm schon, Junge, das schaffst du. Dreh dich um. Ruhige Hand. Ja, Mann! Haha, sauber. Es bleibt nur die Frage, wo ist der Letzte und in was für einem Mech sitzt der? Ich hätte es, um ehrlich zu sein, echt nicht erwartet, dass das doch noch so... Ach, scheiße, unsere Base wird gekappt, hä? Huh? Ah. Schade, wird jetzt doch eine Niederlage, aber sie hätten es verdient, dass wir gewonnen hätten. Oh Mann, ey. Ach, der ist Richtung unserer Basis gegangen. Mensch, wie geil ist er denn? Und der Feind hat nur Long-Range-Missiles. Sauber, Junge. Stell dich rein und mach ihn kaputt. Geilo.
Das ist ja jetzt wirklich nur eben trockenes Abfarmen. Der darf nur nicht zu sehr irgendwie aus unserer Base rauskommen. Was macht der da? Hä? Ist der kaputt? Der steht doch noch alive, das checke ich jetzt nicht. Ich hatte das Game bei mir aber nicht angezeigt. Na egal. Genau, hier, obwohl ich hinüber bin, na gut, hier Primo, komm, Bonus, bla bla, aber hier 113.000. Ich wurde geschrottet, aber wir haben halt gewonnen und da. Man sieht halt schon, dass der Sniper-Bild so für sich spricht. Und halt ein Sniper-Bild ist. Da gibt es nicht großartig zu sagen. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Haut weg!